Willkommen zurück bei Undertale. Ja, wir sind immer noch in den Ruinen. Und ja, machen uns jetzt mal auf den Weg auf eine Reise. Nicht voller Scheiße, sondern voller glücklicher Begebenheiten und netten kleinen Bettlaken mit Augen, die hier gerade auf einem Blätterhaufen liegen. Hallo Bettlaken. Wie geht's dir? Okay, ja. Sind sie schon weg? Okay. Der Geist tut so, als würde er schlafen. Willst du ihn mit Gewalt bewegen? Ja, aber selbstverständlich. Oh oh. Ja, Pazifisten-Run versaut. Das ist Napster Bluke. Ja, cool. Ich mag die Musik. Ich mag sie persönlich sehr. Gut, was können wir denn mit Napster Bluke machen? Wie wäre es denn, wenn wir mal ein bisschen ihm zujubeln? Ein geduldiges Lächeln. Hä? Oh. Hey, was? Au. Au. Gleich zwei Treffer. Okay. Naja, wir lächeln ihm trotzdem weiter zu. Oder sollen wir ihm mal zu... Wir flirten mal ein bisschen mit Napster Bluke. Ja, er hat keinen Bock, uns zu bekämpfen. Okay, gut. Wie wär's denn, wenn wir nochmal mit ihm flirten? Oh, nee. Okay, findet er doch nicht so toll. Naja, gut. Gibt ja noch andere Sachen. Wie wär's denn hiermit? Jo, du schaust Napster Bluke ganz böse an. Go ahead, do it. Oh mein Gott. Ja. Ah, da auszuweichen ist aber auch wirklich schwer. Gut, dann jubeln wir ihm nochmal zu. Wir erzählen Napster Bluke einen kleinen Witz. Okay, das fand er witzig. Warum sollten wir den Geist auch ärgern wollen? Komm. Ja. Oh, er will uns etwas zeigen. Lass mich etwas versuchen. I call it Dapper Bluke. Magst du es? Oh, du hast einen Hut hergezaubert. Das sieht doch richtig cool aus. Ich würde mal sagen, da jubeln wir doch nochmal. Oh, gee. Gee. Okay, ich komme normalerweise in die Ruinen, weil niemand hier ist. Aber heute habe ich jemand Nettes getroffen. Ah, wie schön. Ich gehe ja aus dem Weg. Danke, Napster Bluke. Schön, dich kennengelernt zu haben. Du bist cool. Okay. Ja. Gebe ehrlich zu, ich habe ein Stück weit vergessen, was ich bei ihm machen musste. Aber es war natürlich, ja, dann ist mir doch wieder eingefallen. Es ist natürlich ganz klug, ihm zuzujubeln. In diesem Fall. Und jetzt findet er uns ganz freundlich. Schön. Da haben wir doch Fortschritt gemacht. Spider Bake Sale, oh mein Gott. Ein Spinnenbackwarenverkauf. Komm, ist das Essen von den gemacht von Spinnen für Spinnen aus Spinnen. Ii. Rabbit, Rabbit, ich bin Slippy. Ach, mein Freund hört mir niemals zu. Wann immer ich rede, versucht er durch meine Wörter zu skippen. Indem er X drückt. Genau, indem er X drückt. Wenigstens hörst du mir zu. Okay, wirklich? Oh, nicht du auch noch. Wir können das nämlich auch machen, ne? Wir sind ganz schön gemein. Ich habe gehört, dass du mit F4 den Fullscreen benutzen kannst. Aber wofür steht F4 eigentlich? Vier Frösche? Oder alt F4 Games? Wow. Ja, ich habe bisher nur drei Frösche in diesem Raum gesehen. Ach ja. Gut.
Rabbit, Rabbit. Ich habe gehört, du bist sehr merciful, ja. Vergebend? Nee, kann man ja nicht sagen. Sicher weißt du, dass wenn Monster einen gelben Namen haben, dass du sie verschonen kannst. Was hältst du davon? Sehr hilfreich. Es ist sehr hilfreich. Vergiss nicht. Dadurch sagst du nur, dass du nicht kämpfen willst. Eines Tages wirst du es vielleicht tun müssen, selbst wenn der Name nicht gelb ist. Richtig, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ein wirklich sehr, sehr wichtiger Hinweis. Wir können also auch das als Option wählen mit Spare, auch wenn mal ein Name nicht gelb aufleuchtet. Ja, wir werden es vielleicht schon bald brauchen. Hello, Tyrannosaurus Alan. I'm feeling my... Entschuldigung. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich aufgeräumt habe. Ich hätte nicht gedacht, so früh Besuch zu bekommen. Es liegen mit Sicherheit eine Menge Dinge hier herum. Ja, du kannst sie gerne aufheben, aber trag nicht mehr, als du brauchst. Irgendwann siehst du vielleicht etwas, was du wirklich willst. Und du willst ja Platz in deinen Taschen lassen dafür. Okay. Oh, looks! Now looks at this net. Nein. That I just found. When I say pick on? Nee, wir picken natürlich nicht on. Ja, keine Sorge. Wir mobben dich nicht. Und schon können wir ihn sparen. Zeit für Spare Ribs. Yeah, und für Gold vor allem. Hier ist nur ein Schalter. Aber wo? Wo könnte der Schalter sein? Vielleicht hier? Yes! Yes! Oh. Migosp. Na, sieh mal an. Erstmal Moldsmall verschonen vielleicht, damit wir da schon mal einen weniger haben. Lala, just be yourself. Oh, er ist doch ganz freundlich, der gute alte Migosp. Der macht sich einfach um nichts Gedanken. Und deswegen können wir auch direkt ihn verschonen. Gut. Tschüss. Und dafür auch ein bisschen Gold bekommen. Das ist doch praktisch. So. Schalter drücken und schon können wir hier durch. Aber warte mal. Bevor wir jetzt hier weitergehen, hatte ich nicht was übersehen? Ich muss gerade mal gucken. So, erstmal don't pick on. Ja, endlich versteht's jemand. Ja, man macht sich nicht über Einäugige lustig, das ist klar. Würde ich auch niemals tun. Denn es gab, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine, dass ich noch einen anderen Raum zur Auswahl habe. Genau, wir hätten nämlich auch hier weitergehen können. Hier ist nämlich noch etwas. Sollen wir 7 Gold im Spinnennetz lassen? Okay. Ein paar Spinnen krabbelten herunter und gaben dir einen Donut. Ja, aber leider haben wir nicht genug Gold für noch mehr. Schade, schade. Da müssen wir noch mehr Monster bekämpfen. Bekämpfen vor allem, ja. Vielleicht gibst du uns noch was. Hey, Lux. Vielleicht kriegen wir durch dich ja die 18 zusammen. Das wäre sehr freundlich. Ja, 5 Gold. Wunderbar. Ich danke dir, Lux. Weil dann können wir nämlich auch den Spinnen noch ein bisschen mehr Spenden dalassen. Warum nicht, wenn sie sich schon so viel Mühe geben? Okay, tun wir es. Yippie! Gut, haben wir doch noch was bekommen. Dann würde ich sagen, das speichern wir nochmal ganz schnell. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind wieder. Okay. Boah, jetzt haben wir schon einiges an Minuten hier. Meine Güte. Ich brauche aber auch ganz schön lange in den Ruinen.
Halt, hier hoch. Dann aber mal nichts wie weiter hier, denn wir wollen ja mal langsam Toriel wiedersehen, oder? Und das machen wir jetzt auch. Aber dafür müssen wir erstmal noch ein paar Rätsel lösen. Löst mein Rätsel. Okay. Die weite Tür ist kein Ausgang. Okay. Es ist ein Schalter. Drückst du ihn? Nichts passiert. Oh mein Gott. Doch, da passiert etwas. Es ist Lux. Hallo Lux. Wenn du dich darüber freust, dass ich es verstanden habe, dann attackier mich doch nicht. Das ist gemein, aber wenigstens gibst du immer eine Menge Gold. Ein Schalter. Drücken wir ihn. Nichts passiert. Hier war noch kein Schalter. Okay. Aber vielleicht das hier. Es ist ein Schalter. Drücken. Ja, nichts passiert. Cool. Hallo Lux. Mensch, du bist ja langsam mein Lieblingsgegner hier. Au, jetzt nicht mehr. Das musste irgendwann passieren. Aber egal, solange du uns immer 5 Gold gibst, bin ich sehr zufrieden mit dir. So, was haben wir denn hier? Wenn du das lesen kannst, drücke den blauen Schalter. Wo ist denn ein blauer Schalter? Oh mein Gott, gleich 3 Gegner. Lux and Co. KG. Decided to pick on you. Ihr wirklich? Das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Okay, Lux, erstmal zu dir. Oh, baby, over my. Oh, shit. Hört auf. Was macht ihr denn da? Fresh morning taste. Oh, shit. Aua, wie soll ich denn da noch ausweichen? Okay, Vegetoid. I wonder what's for dinner. Eat your greens. Dinner. Oh ja, stimmt. Dadurch können wir Energie wiederbekommen. Das ist doch nett, Vegetoid. Dann werden wir dich direkt mal verschonen. Und jetzt ist er auch ganz freundlich, der alte Migosp. Dann verschonen wir auch noch dich. Und schon haben wir 11 Gold bekommen. So, ein roter Schalter. Und der befindet sich hinter dieser Säule. Ja. Ein Klickgeräusch. Aber wir sollten hier natürlich die weiteren Schilder noch lesen. Wenn du das lesen kannst, drücke den roten Schalter. Es ist ein Schalter. Drückst du ihn? Yes! Okay, das war jetzt nicht das schwerste Rätsel. Ist da gerade ein Ausrufezeichen aufgeploppt? Aber wir sind in keinen Kampf geschickt worden. Oh oh. Ich hätte vielleicht vorher mal lesen sollen. Bevor ich einfach irgendwelche Schalter drücke. Ja, das ist nie gut, so etwas zu machen. So. Hier fliehen wir mal schnell. Um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen. Und gehen wieder hier hin. Was für einen Schalter müssen wir denn jetzt drücken? Wenn du das lesen kannst, drücke den grünen Schalter. Das ist ein Schalter. Drückst du ihn? Du hörst ein Klickgeräusch. Ja, da war der grüne Schalter. So grün, dass wir es nicht mal sehen konnten. Hallo, Vegetoid. I wonder what's for dinner. Eat your greens. Dinner. Dankeschön. Das ist nett von dir. Swing your arms, baby. Migosp ist schon cool. So leicht kann man hier die Kämpfe noch gewinnen, aber es bleibt nicht so einfach. Aber das ist schon ziemlich cool. Das sind wirklich Gegner mit Persönlichkeit, das muss man wirklich sagen. Oh mein Gott, was ist das? Oh Mann, das hat länger gedauert, als ich dachte, dass es was würde. Hey, wie bist du hierher gekommen, mein Kind? Bist du verletzt? Hier. Ich werde dich heilen. Ich hätte dich nicht für so lange alleine lassen sollen. Das war unverantwortlich, dich zu versuchen, so zu überraschen. Ich schätze, ich kann es nicht länger verheimlichen. Komm, Kleines.
Und was, wenn ich einfach weitergehe? Okay. Ich gehe erstmal weiter, oder? Ich meine, bevor wir da jetzt ins Haus gehen, gucken wir erstmal, was die Ruinen sonst noch so zu bieten haben, wenn wir schon mal hier sind. Zum Beispiel hier, Frogget. Ribbit, Ribbit. Nur zwischen dir und mir. Ich habe Toriel hier rausgehen sehen vor einer Weile. Ah ja. Okay. Sie hat also etwas für uns. Oh, sieht das nicht schön aus? Diese alten Gebäude und dieses Messer, was kleine Mädchen eigentlich nicht tragen sollten. Egal, Spielzeugmesser, das kann man schon mal mitnehmen. Aber du siehst noch nicht glücklich aus. Wartest du etwa auf ein richtiges Messer? wer weiß, aber das ist kein Genocide Run. Also von daher, vergiss das mal ganz schnell. Gut. Okay, dann gehen wir doch mal in Toriels Haus. Riechst du das? Überraschung! Es ist ein Butterscotch-Zimtkuchen. Ich dachte, wir feiern deine Ankunft. Ich will, dass du ja hier eine schöne Zeit hast. Oh mein Gott, Snail Pie. Wieso Snail? Ich will keinen Schneckenkuchen. Hier, ich habe eine weitere Überraschung für dich. Bitte, 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 bitte nicht. Aber hübsches Häuschen hast du da. Wie viel hat das gekostet? Hier ist es. Ah. Ein Zimmer nur für dich. Ich hoffe, du magst es. Oh, und sie streichelt uns sogar das Köpfchen. Auch der Toriel ist so fürsorglich. Oh, brennt hier etwas? Mach's dir hier bequem. Toriel, hast du etwa den Kuchen anbrennen lassen? Na egal. Ich glaube, wir gucken uns erstmal ein bisschen hier um. Haha. Können wir nicht in den Wandschrank gucken? In den Schrank meine ich. Ein leerer Bilderrahmen. Der ist ziemlich verstaubt. Eine Box mit Kinderschuhen. Und wir können das Licht an- und ausschalten. Und ein bisschen Disco machen. Okay. Na, ich glaube, wir hauen uns mal eine Runde aufs Ohr. Oh, guck mal. Och, sie hat uns sogar den Kuchen hingestellt. Hier fühlt man sich doch wirklich zu Hause. Das ist doch schön. Oh, das ist so lieb von dir, Toriel. Ich möchte hier nie wieder weggehen. Aber was haben wir denn hier noch? Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja mal ein bisschen spionieren. Du schaust herein. Skandalös. Es ist Toriels Sockentrockner? Drawer? Wie komme ich auf... Was ist denn... Nee, nicht Drawer. Drawer ist nicht... Drawer heißt nichts mit Trocknen, oder? Was heißt ein Sockdrawer? Das weiß ich jetzt gar nicht. Sockentrockner wäre allerdings witzig. Ein elektronischer Sockentrockner. Es ist Toriels Tagebuch. Möchtest du die eingekreiste Passage lesen? Okay. Warum wollte das Skelett einen Freund? Weil es... Okay, das funktioniert nur im Englischen. Because it was feeling bonely. Bonely, verstehst du? Okay, und der Rest der Seite ist gefüllt mit Witzen von ähnlichem Kaliber. Also wir sehen's, Toriel steht sogar auf Flachwitze. Sie wird mir immer sympathischer. Das muss man wirklich sagen. Okay, hier geht's nur um Pflanzen. Ja, so kennen wir Toriel. Oh, guck mal, hier haben wir sogar einen Spiegel. Vielleicht sehen wir da drin sogar unser wahres Ich. Unser schreckliches Ich. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sehen wir so aus wie immer. Also schrecklich. Ja, Raum wird renoviert.
gut, okay. Sollen wir mal gucken, was Toriel macht, wenn wir schon mal hier sind? Oder sollen wir mal gucken, was hier unten ist? Gehen wir doch einfach mal runter. Hier in diesem finsteren Keller, was sollte Toriel hier schon? Oh, da ist sie auch schon. Ich denke, du solltest lieber oben spielen. Wirklich? Das sehe ich aber anders. It's dangerous to go alone. Es ist gefährlich, hier unten zu spielen. Ha! Wir waren noch nicht mal richtig weg. Hey, es ist kühl hier unten. Du wirst dich erkälten. Ha! Es ist staubig hier. Du wirst Husten bekommen. Ha! Es gibt hier nichts zu sehen. Ach, das denkst aber auch nur du. Ja, wir sind ein richtiger Rotzlöffel. Pazifisten waren versaut. Möchtest du ein Buch lesen? Nö, ich will hier durch. Lass mich durch hier. Ich mag das Spielchen nicht, was du hier spielst. Oh oh. Wir haben Toriel ziemlich wütend gemacht. Egal, ist mir nur egal, ob du das Spielchen magst. Und auf einmal ist sie wieder stinkfreundlich. Na gut, strapazieren wir ihre Geduld mal nicht über. Reden wir doch mal ein bisschen mit ihr. Oh, Toriel. Wie ich sehe, bist du bereits aufgewacht. Ja, du hast mich ja jetzt auch nur 10 Mal aus dem Keller rausgezogen wieder. Tu dich so, als wäre ich gerade erst aufgestanden. Ach, du glaubst ja nicht, wie froh ich bin, jemanden hier zu haben. Gibt so viele alte Bücher, die ich gerne zeigen möchte. Bug-Hunting-Spot. Okay. Ja, jetzt kommen ein paar Wörter, wo ich überfragt bin. Curriculum. Ich weiß noch nicht mal, wie man das ausspricht richtig. Naja. Das mag überraschend für dich sein. Aber ich wollte schon immer ein Lehrer sein. Ich weiß, es gibt einen Deutsch-Patch für Undertale, aber viele finden ihn wohl schrecklich. Ich weiß nicht, ob ich ihn benutzen soll. Wäre allerdings auch mal interessant. Egal. Naja, aktuell. Ich schätze, das ist nicht wirklich überraschend. Dennoch, ich bin froh, dass du hier lebst. Oh, möchtest du etwas? Was ist das? Wann kann ich nach Hause, Toriel? Was? Das ist dein Zuhause jetzt. Möchtest du von dem Buch hören, das ich gerade lese? Es nennt sich 72 Nutzen für Schnecken. Wie wär's damit? Wie komme ich aus den Ruinen raus? Wie wär's mit einem interessanten Schneckenfakt? No. Wusstest du, dass Schnecken schreckliche Schnürsenkel machen? Interessant. Ja, aber wie komme ich aus den Ruinen raus? Ich muss etwas tun. Bleib hier. Na gut. So, ich bin vor dem Kamin. Da brennt das Feuer. Jetzt brennen meine Haare. Okay. Ich möchte gerne noch mehr Kuchen. Okay. Schüchtert uns so sehr ein, die schiere Größe dieses Kuchens, dass wir ihn nicht essen wollen. Okay, weißes Fell ist hier drin im Abfluss. Ja, Toriel ist halt ein Furry, ne? Tja, ihr seht, das ist ein sehr, sehr schönes Haus. Hier fühlt man sich wirklich heimisch. Nur, unser Hauptcharakter nicht. Naja, was soll's. Sollen wir Toriel mal folgen? Ich glaube, das wird nicht das beste Ende nehmen. Was hat Toriel uns wohl zu sagen? Das, Leute, erfahrt ihr im nächsten Part.
von Undertale.